ERF Plus Wortgut. Herzlich willkommen hier bei Wortgut. In dieser Sendung erwartet Sie der zweite Teil einer siebenteiligen Reihe, die uns durch die Passions- und Osterzeit begleitet. Was Jesus seinen Jüngern in den Tagen vor seiner Kreuzigung mitgeteilt hat, was er ihnen sozusagen als geistlichen Proviant mitgegeben hat für die schwere Zeit des Abschieds von ihm, das steht im Mittelpunkt dieser Sendereihe. Der Evangelist Johannes berichtet in seinem Evangelium sehr ausführlich darüber. Ja, ungefähr die Hälfte des Johannesevangeliums befasst sich mit den wenigen Tagen vor der Kreuzigung Jesu und mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Mehr darüber erfahren Sie jetzt in einer Bibelarbeit des Neutestamentlers Professor Hans-Joachim Eckstein. Sie wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe. Zunächst wird die Einleitung der ersten Bibelarbeit, die wir vor einer Woche ausgestrahlt haben, fortgeführt. Danach geht es dann um Jesu Weggang zum Vater. Die Abschiedsreden Jesu beschäftigen uns. Wir haben mit Überraschung festgestellt, dass der Abschied Jesu die Hälfte des Johannesevangeliums beansprucht. Das ist überraschend. Warum diese Konzentration des Evangelisten auf die letzte Woche? Nun, das ganze Leben Jesu war selbstverständlich von Bedeutung, von seinem Kommen, von seiner Menschwerdung, seiner Fleischwerdung an. Johannes 1, Vers 14, Fleisch deshalb, weil der Mensch Fleisch ist im Sinne seiner Sterblichkeit. Er wurde ein sterblicher Mensch. Aber seine vollkommene Liebe, die er predigte, verkörperte und lebte, hat das Ziel gefunden und die Vollendung in seiner Lebenshingabe in dieser Woche der Passion. Insofern haben wir es in dieser letzten Woche mit dem Höhepunkt, ja dem eigentlichen Zielpunkt seiner Sendung als Sohn des himmlischen Vaters zu tun. Wir haben dann aber auch erkannt, dass der Evangelist ein guter Seelsorger ist. Und wir werden noch mehr Punkte entdecken, wie er die Theologiegeschichte, die Philosophie und die Psychologie, die Sozialpsychologie von zwei Jahrtausenden schon vorweggenommen hat. So geht das eine, wenn man Christus erkennt, da wird man weitsichtig. Er hat nämlich die Bedeutung des Abschieds erkannt. Die Situation des Abschieds macht das Problem der Zeit bewusst. Und die Situation des Abschieds bedroht die Unmittelbarkeit des zeitlosen Glückes. Glück ist zeitlos, dem Glücklichen schlägt keine Stunde. Im Glück erleben wir unmittelbar, also wir müssen nicht erst den Verstand einschalten, wir genießen das Hier und Jetzt. Das macht das Glück aus. Ich lebe ganz erfüllt im Hier und Jetzt. Der Abschied gefährdet also diese Unmittelbarkeit des Erlebens. Die Selbstverständlichkeit der Wirklichkeitserfahrung, das ist das, was plötzlich in Frage steht. Nicht? Wir leben ja selbstverständlich. Wir gehen davon aus, es wäre normal. Und das plötzlich ist bei Veränderung, bei Abschied in Frage gestellt. Die Orientierungsfähigkeit im Leben. Warum ist es so wichtig, dass uns Dinge normal sind? Nun, wenn wir jeden Morgen das Leben neu lernen müssten, dann wäre es ja schon 8 Uhr abends, bis wir die Grundbegriffe des Lebens wieder kapiert hätten. Das heißt also, unsere Orientierung lebt davon, dass wir uns auskennen. Das habt ihr heute Nacht gemerkt, als ihr euch die Zehen an den Bettecken angeschlagen habt, als ihr auf der Toilette wart, weil die Betten zu Hause woanders stehen. Man wird orientierungslos in Veränderung. Und deshalb brauchen wir Orientierung durch Vertrautheit. Beim Abschied aber plötzlich ist eben die Selbstverständlichkeit, die Orientierung des Alltags weg. Der Mensch, den ich liebe, ist plötzlich weg. Ich muss das Leben völlig neu organisieren und neu finden. Und auch die Gewissheit unserer Existenz, dass wir
selbstverständlich sind, vergnügt sind, dass wir zuversichtlich sind, das bricht plötzlich zusammen, wenn wir Abschied nehmen. Und ihr habt verstanden, wir reden nicht von jedem Abschied, sondern wir reden von den wesentlichen Abschieden. Wir verlieren einen Ehepartner, wir verlieren Kinder oder um es nicht ganz so tragisch zu machen in der ersten Stunde, unsere Kinder gehen ins Studium oder in ein praktisches Jahr irgendwo hin. Und es ist immer wieder ergreifend, wie dann Kinder und Eltern am Abschied leiden. Ein anderer Leiter aus einem anderen Zentrum erzählte uns neulich, er hätte, nachdem er seine Tochter nach Amerika geschickt hat zur Bibelschule und ein schreckliches Heimweh als Vater empfand und daran litt, dass seine Tochter sich wochenlang nicht meldete, einfach umgekehrt seine Bibelschüler und Bibelschülerinnen gefragt, sag mal, schreibt ihr auch so selten nach Hause? Und dann haben sie gesagt, ja, nur wenn wir Geld brauchen. Und dann war er beruhigt, erstens, dass seine Tochter normal ist und zweitens, dass sie wohl noch genug Geld hat, wenn sie sich nicht meldet. Es ist also diese Gewissheit, diese Selbstverständlichkeit des Glücks, der Geborgenheit, das alles stellt der Abschied in Frage. Und damit wird unsere Gewissheit, in der Zeit zu leben, durch den Abschied in Frage gestellt. Das genau war ja das Problem der Gemeinde des Johannes, dass sie nämlich den Verlust Jesu, der es schon so lange zurücklag, immer noch nicht verarbeitet hatte und keine Beziehung dazu hatte. Ja, mehr noch, die meisten in der Gemeinde werden ja den irdischen Jesus gar nicht selbst gekannt haben. Sie haben aber ihre erste Liebe verloren. Ja, als das Evangelium rauskam mit Kapitel 21 Schluss, war auch der geliebte Jünger, der Kronzeuge des Evangeliums, bereits gestorben. Das könnt ihr in den Zeilen lesen, wenn ihr nämlich darüber hättet, hat nicht Jesus gesagt, der geliebte Jünger stirbt nicht. Jetzt ist er doch gestorben. Und die Schüler des Evangelisten machen deutlich, nein, Jesus hat nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Also es ist zu spüren, die Gemeinde war erschüttert. Nicht nur Jesus war schon lange gestorben, sondern jetzt sogar der Zeuge Jesu, der an der Brust Jesu lag. Sie litten also unter dieser Orientierungslosigkeit, dem Verlust der Unmittelbarkeit oder wie es in der Offenbarung heißt, dem Verlust der ersten Liebe, der Gewissheit und der Sicherheit. Und sie kamen nicht mehr zurecht mit ihrem Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Tat, das wird beim Abschied uns bewusst, dass nicht alles selige Gegenwart ist, selige Unmittelbarkeit, sondern dass es Zeiten gibt, die uns entzogen sind. Und jetzt haben wir gerade bei Johannes ein Geheimnis, dass er nämlich an den Zeiten selber ansetzt, und zwar von Gottes Ewigkeit her. Menschlich gesehen würden wir sagen, es gibt drei Zeiten. Und wenn wir etwas verloren haben, dann zerfallen diese Zeiten auch wie durch Mauern getrennt. Natürlich, es gibt die Gegenwart. Das ist jetzt unser Zusammensein hier auf der Langensteinbacher Höhe. Unmittelbares Sehen, unmittelbares Hören, unmittelbares Schmecken und Trinken. Nicht das ist Erleben in der Gegenwart. Das ist die Erfahrung, das Wirkliche, die Anschauung, die wir haben. Und Anschauung meint in der Bibel Sehen. Anschauung nicht nur, ich sehe einen Film, das gab es ja damals noch gar nicht, sondern Sehen heißt Erleben. Wenn die Psalmisten also sagen, Herr, ich will dich sehen, meinen sie nicht nur, ich will ein Video von Gott sehen, sondern ich will erleben, unmittelbar wahrnehmen. Wir wollen uns wiedersehen. Und das war ja auch in der Quarantänesituation für uns das Schmerzhafte. Viele haben das erst gemerkt, wie leibliches Wahrnehmen, direktes Sehen nicht nur medial vermittelt, sondern leibhaftig betasten können, begreifen können, jemanden begreifen können, wie existenziell das ist. Das ist gelebte Gegenwart. Das haben wir schon mal. Wenn wir aber jetzt einen Verlust haben, dann wird für uns die Vergangenheit plötzlich zu einem Bereich, der uns entzogen ist. Da kommen wir nicht mehr zurück. Haben wir den Menschen beerdigt, haben wir ihn verabschiedet, dann wünschten wir, wir könnten einfach Switch machen und dann wäre er wieder da. Aber die Vergangenheit ist eben entrückt. Als selige Vergangenheit oder vielleicht auch dann als dunkle Vergangenheit. Und es gibt noch eine Zukunft,
Die haben wir als Christen ja mindestens seit der Taufe im Kopf. Denn wenn wir die Grundverständnisse des Evangeliums hören, dann wissen wir, das Christentum ist eine Hoffnungsreligion. Von Anfang an haben die Christen auf die Zukunft hin gelebt, wie ja schon Israel auch mit Verheißungen auf Gottes zukünftige Erlösung vorbereitet wurde. Aber die johannäische Gemeinde hatte wie die Vergangenheit, das ist so lange her, dass Jesus da war, da habe ich nichts mehr von. Auch die Zukunft nicht mehr greifbar. Sie war genauso weit weg. Und es gibt ein Evangelium im Evangelium, das ist Johannes 11, die Begegnung Jesu mit Maria und Martha am Grab ihres Bruders Lazarus. Wir nennen das Evangelium im Evangelium Johannes 11, weil da das ganze Evangelium narrativ erzählend an diesem Beispiel der Auferweckung entfaltet ist. Und Jesus sagt ihr, dein Bruder wird auferstehen. Auferstehungshoffnung, Zukunft. Und wie antwortet Martha? Ich habe es angedeutet. Vom Katechismus her, vom Bekenntnis her völlig korrekt. Ich weiß, du bist der Christus, der in die Welt gekommen ist. Und als er sagt, er wird auferstehen, ergänzt sie ganz korrekt wie eine Konfirmandin. Und sie wird sofort konfirmiert dafür. Nicht? Ja, er wird auferstehen in der Auferstehung am jüngsten Tag. Was hat ihre Zukunftshoffnung an ihrer momentanen Trauersituation in der Gegenwart verändert? Nichts. Sie hatte also eine entrückte Zukunft, die aber mit der Gegenwart nichts zu tun hatte. Am Grab ihres Bruders hatte die Auferstehungshoffnung nichts an ihrer Trauer ändern können. Und so ist es bei Menschen, die trauern, die Verlust haben. Und das muss ja nicht immer nur der Verlust eines geliebten Menschen sein. Es kann ja auch der Verlust meiner Kraft sein, meiner Gewissheit sein, meiner Selbstüberschätzung, nicht meines Euphemismus, den ich hatte und meiner Euphorie am Anfang meines Lebens. Wenn ich merke, Lebensverlust droht, dann in der Tat zerfallen, Gegenwart, das ist aber nur Trauer. Da gibt's nichts zu feiern. Und verlorene Vergangenheit und entrückte Zukunft, als wären sie mit einer Mauer getrennt. Das macht es aus. Und zwischen diesen Mauern werde ich dann deprimiert und niedergeschlagen. So die Gemeinde. Jetzt hat Johannes etwas gemacht, was absolut faszinierend ist. Indem er der Gemeinde nämlich deutlich macht, ihr jammert zwar auf sehr hohem Niveau, aber ihr jammert zu Unrecht. Und die Tage werden wir eingeladen, mit Johannes etwas zu lernen. Zunächst über die Zeiten. Es war der Kirchenvater Augustin, der meines Wissens das erste Mal Johannes so gut verstanden hat und der in seinen Bekenntnissen, das kann man auch auf Deutsch im Internet finden, in seinen Bekenntnissen das Verhältnis von Gottes Ewigkeit und unserer Zeit gegenüberstellt. Kann man sagen, dass Gegenwart ist, dass Vergangenheit ist, dass Zukunft ist? Nun, ich kann nicht sagen, die Vergangenheit ist eine Wirklichkeit, denn wenn, dann war sie ja. Sie ist ja schon vorbei. Okay, also Vergangenheit ist nicht. Sie kann ja nur gewesen sein, sonst wäre sie ja Gegenwart. Kann ich von der Zukunft sagen, dass sie eine Wirklichkeit ist? Nein. Kann ich nicht, denn sie ist ja noch nicht, dann wäre sie ja Gegenwart. Und so hat Augustin uns deutlich gemacht, unsere naive Rede von das ist Vergangenheit, das ist Zukunft, gilt schon deshalb nicht, weil das eine nicht mehr ist und das andere nicht sein kann. Und der Augustin sagt, okay, was heißt denn Gegenwart? Ja, dieses Jahrhundert. Ja, aber ein Teil des Jahrhunderts ist ja schon gelaufen. Okay, dieses Jahrzehnt. Ja, sagt Augustin, ein Teil dieses Jahrzehnts ist ja schon gelaufen. Okay, es nervt mich nicht, ich meine dieses Jahr. Ja, sagt Augustin, aber wir haben doch Oktober. Da ist doch schon das meiste gelaufen von dem Jahr. Ja, jetzt nervt mich nicht, ich meine also Oktober. Ja, auch im Oktober ist das meiste gelaufen. Was ist denn eigentlich Gegenwart? Es ist so, als wenn ihr im ICE hergekommen seid. Ich nehme das Beispiel vom ICE, weil wenn ihr es auf der Autobahn mit dem Auto ausprobiert, dann seid ihr tot. Beim ICE kannst du im 90-Grad-Winkel aus dem Fenster gucken. Wisst ihr, was Gegenwart ist? Immer der Schatten, den du gerade geahnt hast. Denn es fliegt die Zukunft in die Vergangenheit und Gegenwart ist genau genommen nur die Sekunde,
oder der Bruchteil der Sekunde, die vorbei fließt. Die Zeit fließt, sie ist nicht. Wir meinen, es sei eine Wirklichkeit, aber es ist ja nur unsere Wahrnehmung in der Wirklichkeit. Nun war Augustin nicht einfach nur einer, der uns irritieren wollte, sondern er hat dagegen gesetzt und dann wird es für uns deutlich, dass etwas ist, kann man nur sagen von Gott. Der stellt sich vor als der in der Offenbarung, der ist und der da war und jetzt nicht etwa der erst werden muss, sondern der kommt. Das heißt, er kann aus seiner Ewigkeit sagen, ich bin. Gott ist. Das ist Gottes Realität. Und er kann zu jedem Punkt unserer Geschichte Bezug aufnehmen. Dann ist er der, der war bei Abraham, der, der ist in unserer Zeit und der, der kommt in unserer Zukunft. Das heißt, Gottes Realität ist immer. Er ist. Das ist eine Realität. Unser Eindruck von ich habe eine schlimme Wirklichkeit, ich habe eine schlimme Zeit, bedeutet, dass wir Gottes Ewigkeit verwechseln mit unserer Zeit. Zeit ist völlig relativ. Und für alle die, die sich schon mit Mathematik und Physik beschäftigt haben, die wissen auch, dass Zeit keine Wirklichkeit ist, sondern dass sie nicht für die Ewigkeit gemacht ist, sondern gebunden ist ja an Materie und an Ort. Insofern gibt es keine Objektivität der Zeit. Was soll diese Verwirrung? Nun, die Art und Weise, in der wir die Gegenwart erleben, das ist das Wirkliche. Also das, was wir unmittelbar anschauen, was jetzt gerade geschieht. Und die Zukunft ist das Mögliche. Das heißt, bei unserer Abschlussfeier in der Schule träumten wir alles davon, was wir werden und welche Karrieren wir machen, denn noch war alles möglich. Die Zukunft ist voller Möglichkeiten. Sie ist noch offen. Also, ich habe die Vergangenheit als das Feststehende, die Gegenwart als das Wirkliche und die Zukunft als das Mögliche. Und jetzt ist das Entscheidende und darauf will Johannes hinaus. Was ist eigentlich, wenn wir mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umgehen und davon reden? Nun, die Vergangenheit nehmen wir wie wahr? In Erinnerung und Erfahrung. Vergangenheit ist unsere Erfahrung, unser Woher, unsere Erinnerung. Die Gegenwart, das ist unmittelbare Anschauung, unmittelbares Erleben. Das ist das, was wir mit Gegenwart verbinden. Und die Zukunft ist das, was wir erwarten. Erwarten wir Gutes, dann sind wir für die Zukunft zuversichtlich. Erwarten wir aber Ängstliches, dann bekommen wir Angst. Erwarten wir Trübsal, Drangsal, Not. Und insofern können wir sagen, wenn wir sagen, unsere Vergangenheit ist so weit weg, unsere Zukunft ist so weit weg. Nun, Vergangenheit und Zukunft sind ja keine Wirklichkeiten für sich. Sondern in Wahrheit geht es um unser Herz, unsere Einstellung. Was nehmen wir wahr, wenn wir zurückschauen? Die Erinnerung, die Erfahrung. Wir kommen von unserer Vergangenheit her. An den Fakten können wir nichts ändern. Waren wir ungeliebte Kinder, dann können wir an dem Faktum nichts ändern, dass unsere Eltern uns die Liebe vorenthalten haben. Das ist erstmal Faktum in der Vergangenheit. Haben wir einen schönen Schulabschluss gemacht und hatten dadurch viele Möglichkeiten, dann ist das eben unsere gute Vergangenheit, die uns Möglichkeiten eröffnet. Das alles sind Fakten, die wir erinnern. Die Erwartung ist die Möglichkeit. Ich kann verschieden in die Zukunft schauen, zuversichtlich oder ängstlich. Jetzt könnten wir sagen, ja, das können wir das Ganze abkürzen, da brauchen wir Johannes nicht, und sagen, dann wollen wir doch in der Gegenwart uns einfach auf das Positive konzentrieren und hoffnungsvoll sein. Und dann werden wir auch in Zukunft sehr viel Positives erfahren. Und das wird dann zur Erfahrung und zur Wirklichkeit. Dann switchen wir einfach um und sagen, ab heute bin ich zuversichtlich. Ja, wenn das so einfach wäre. Ich kann nicht einfach auf Befehl vergnügt sein.
Nicht? Es hilft nicht, wenn du einem Depressiven einfach einen Gummi mit zwei Haken an den Mundwinkel machst, sodass er verkrampft lächelt. Damit ist sein Herz ja noch nicht erneuert. So geht das nicht. Wie werde ich zuversichtlich und habe Zuversicht für die Zukunft? Nun, das gründet in meiner Gegenwart. Wenn zwei in einer glücklichen Situation sind, sind sie zuversichtlich. Und mich hat das immer beeindruckt, dass unsere Eltern, Großeltern teilweise im Krieg geheiratet haben. Und man fragt sich, wie kann man so unvernünftig sein? Nun, in ihrer Liebe haben sie eben, obwohl die Situation so schrecklich war, Zuversicht für die Zukunft gewonnen, obwohl doch alles so dramatisch aussah. Geliebte können hoffen. Geliebte können hoffen. Wer in der Gegenwart Liebe und Glück erlebt, dem öffnet sich auch die Adventstür in die Zukunft. Das heißt also, wie ich in die Zukunft schaue, hängt von meiner Gegenwart ab. Das leuchtet ein. Nicht? Bin ich jetzt zuversichtlich, dann ergeben sich auch Möglichkeiten. Und wir erleben das in der Seelsorge oft, wenn jemand ganz missmutig ist in seiner Gegenwart, dann schließt er sich natürlich alle Türen zu. Und wenn jemand sagt, ich würde so gerne heiraten, aber er ist darüber so traurig und vernachlässigt sich so und vergräbt sich so in seiner Wohnung, werden seine Heiratsaussichten natürlich dadurch nicht besser, weil Missmut ja keine Zukunft eröffnet. Und wenn jemand sagt, eigentlich müsste ich eine bessere Ausbildung machen, aber ich bin ganz verzweifelt, dass ich sie noch nicht habe, ja, dadurch kriegt er sie nicht, nicht? Das heißt also, ich muss in der Gegenwart Zuversicht haben und dann eröffnen sich auch Möglichkeiten für die Zukunft. Ja, wie werde ich denn zuversichtlich in der Gegenwart, fragen wir. Ja, unsere Gegenwart gründet wiederum in unserer Vergangenheit. Jemand, der als Kind geliebt wurde, dem fällt es viel leichter, mit Niederlagen umzugehen, sich durchzusetzen, der geht vergnügter in den Tag. Und jetzt kommen wir auf einen ganz makabren Zusammenhang. Um zu hoffen für die Zukunft, brauche ich eine erlöste Gegenwart. Das macht mich hoffnungsfähig. Der Glückliche hat bessere Chancen. Um in der Gegenwart aber fröhlich zu sein und zuversichtlich und erlöst, brauche ich eine erlöste Vergangenheit. Und habe ich keine erlöste Vergangenheit, dann hängt sie mir als Faktum, als Geschichte am Bein und ich werde die Last nicht los. Und so wird mir durch meine unerlöste Vergangenheit die Gegenwart verbaut, und durch meine unerlöste Gegenwart die Zukunft verschlossen. Und schaut in die Gesellschaft hinein, das ist die Tragik so vieler Lebensläufe und Biografien. Und jetzt frage ich euch vorwegnehmend, wie kann denn das bei Christen dann gelöst werden? Ja, Christen bekommen eine neue Hoffnung, sie bekommen eine neue Zukunft. Ich werde wiederkommen, ihr werdet auferweckt werden am jüngsten Tag. Sie bekommen nicht nur eine neue Zukunft. Christen bekommen eine neue Gegenwart. Im Hier und Jetzt werden wir erlöst. Im Hier und Jetzt bekommen wir gesagt, du bist geliebt, Gott liebt dich so sehr, dass er alles seinen eigenen Sohn für dich gibt. Dieser Zuspruch des Evangeliums hat schon Millionen Menschen im Augenblick der Wahrnehmung und der Annahme dieser Liebe verändert. Ja, aber was machen jetzt Christen, die eine unerlöste Vergangenheit haben, deren Welterfahrung so belastend war? Die bekommen, haltet euch am Tisch fest, wir haben sie deshalb aufgestellt für euch, nicht zum Schreiben, zum Festhalten, wenn das Evangelium anfängt. Die bekommen eine neue Herkunft, weil die Herkunft über die Gegenwart entscheidet und die Gegenwart über die Gestaltung der Zukunft, setzt die Erlösung Gottes bei unserer Herkunft an. Wer an Christus glaubt, ist aus was geboren? Ja, natürlich von unseren leiblichen Eltern. Haben die uns geliebt? Ist das schon mal ein gutes Maß geschenkt, was ich mitkriege? Haben die uns nicht geliebt? Ich werde aus Gott geboren. Das heißt, als Christ bekommst du eine neue Vergangenheit. Ich sage euch das, weil das eigentlich ja gar nicht geht. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Die Vergangenheit sind doch die Fakten. Das kannst du nicht mehr ändern. Deshalb bekommen wir einen neuen Ursprung. Wir sind nicht mehr aus der Welt, wir sind aus Gott und werden aus Gott geboren. Und so sagt es Jesus, sie in der Fürbitte zum Vater, sie sind nicht mehr aus der Welt. Das ist nicht die Geschichte, aus der sie leben. Sie sind von dieser Geschichte der Vergangenheit erlöst.
Gott kann sogar deine Vergangenheit verändern. Nicht durch Schönreden, nicht durch Umschreiben. Er gibt dir eine neue Herkunft. Er zeugt dich zu einem neuen Leben. Vergangenheit und Zukunft sind also von Christus miterlöst. Und insofern ist dieses, ich kann an meiner Vergangenheit nichts ändern und meine Zukunft ist so weit weg, plötzlich vom Evangelium in ein neues Licht gestellt. Dies war als Einführung notwendig, damit wir die Abschiedsreden Jesu und die Texte jetzt richtig verstehen können. Dass Jesus eine Abschiedsrede hält, ist inhaltlich natürlich, wir werden es merken, etwas ganz Neues und etwas ganz Besonderes. Aber die Form der Abschiedsreden, die gibt es biblisch vorgeprägt. Und natürlich sind Abschiedssituationen bis in unsere Gegenwart hinein durch bestimmte Merkmale ja gekennzeichnet. Und so haben wir in der Bibel, ich habe es euch aufgeschrieben, eine Tradition der Abschiedsreden. Die grundlegende, 5. Mose 31 bis 34, Mose wird gesagt, dass er sterben wird, denn er soll ja das verheißene Land nicht mehr selber sehen, anschauen können, nur aus der Ferne, aber nicht erleben. Und deshalb muss er sich verabschieden von seinem Volk. Der Nachfolger ist Josua, der wiederum am Ende seiner Wirksamkeit eine Abschiedsrede hält, Josua 23 bis 24, wie aufgeschrieben. Dann der große Prophet Samuel, 1. Samuel 12, hält eine Abschiedsrede vor seinem Sterben. Und so ist es 1. Könige 2 bei David, Salomo der Nachfolger, und David stirbt, geht den Weg dieser Welt und erhält eine Abschiedsrede. Nach der Situation Jesu haben wir auch eine Abschiedsrede, es fällt euch sofort ein, Apostelgeschichte 20, 17 bis 38, Paulus verabschiedet sich von den Ältesten in Ephesus in Milet. Das heißt, wir sind reich an Abschiedsreden und ich sage es deshalb, nicht nur damit ihr bibelkundlich das auch noch wisst, sondern weil auf der Basis dieser Abschiedsreden im Vergleich die Abschiedsrede Jesu in ihrer Besonderheit erscheint und manches Thema der Abschiedsrede Jesu von dieser Form her uns vertraut ist. Ich habe kurz die Grundstruktur festgehalten. Was kommt in diesen Abschiedsreden? Ihr könnt es bei schönem Wetter heute dann alles lesen. Es gibt einen Anfangsrahmen, das ist die Abschiedssituation. Es wird also der Abschied thematisiert von dem, der jetzt geht, der sterben wird. Dann zweitens der Hauptteil der Rede, das ist die Rückschau und die Bilanz. Nämlich nicht nur auf das eigene Wirken, sondern auf das Wirken Gottes. Mose erinnert Israel daran, genau wie auch Josua und Samuel, wie Gott gewirkt hat an seinem Volk und natürlich auch, wie sie selber gewirkt haben im Namen Gottes. Rückschau, Bilanz. B, es gibt die Ermunterung, die Ermahnung, die Parenese. Es gibt ein Gebot. Und C, eine Zukunftsaussage. Wie soll es weitergehen? Wie ist der weitere Weg, die Zukunftsaussage? Und gelegentlich auch mit ausdrücklicher Regelung der Nachfolge. So bei Mose, es wird Josua eingesetzt und es wird das Amt übergeben an Josua, die Nachfolgeregelung. Und D, die Fürbitte. Da haben wir das hohepriesterliche Gebet bei Jesus. Das Spannende ist nun, dass viele Elemente wir hier schon haben. Zum Thema der Fürbitte möchte ich nur kurz herauspicken. 1. Samuel 12, 19 und 23. Das Volk sprach zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. 23 spricht der Prophet, es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Der Scheidende bittet für das Volk. Und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Fürbitte und das Lehren des Weges ist grundlegend.
Nur fürchtet den Herrn und dienet ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch tut. Entsprechend Apostelgeschichte 20, 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an. Das Anbefehlen also des Scheidenden. Ein letztes Beispiel noch zu dem Gebot David und Salomo. Als nun die Zeit herbeikam, dass David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach: Ich gehe hin den Weg aller Welt. Das Wegmotiv, ich gehe hin den Weg aller Welt. Was ist der Weg aller Welt? Nun der Weg ins Sterben, ins Schattenreich. Nicht? Also jetzt nicht unmittelbar in den Himmel, sondern im frühen Alten Testament ging man zunächst davon aus, dass man zu den Vätern sich legt. Nicht die Auferstehungshoffnung, die wir haben, ist im Alten Testament an einigen Stellen schon gegeben, aber nicht überall. Ich gehe hin den Weg aller Welt. So sei getrost und sei ein Mann und diene dem Herrn, deinem Gott, dass du wandelst in seinen Wegen und hältst seine Satzungen und Gebote. Das Wegmotiv also kommt doppelt vor. Einmal für den Weg dessen, der geht, und dann für den Weg derer, die zurückbleiben, nämlich, wie wir sagen würden, wie geht es weiter? Auf der Grundlage all dessen wollen wir uns nun das Johannes 14 selbst anschauen und uns vergegenwärtigen, was Jesus hier sagt. Johannes 14, 1 folgende. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In Martas Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das allererste, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Abschied macht erschrocken. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht, euer Herz erschrecke nicht. Wenn wir als Menschen trösten, ist das gut gemeint. Wir können aber selten etwas an der Situation ändern. Wenn Gott aber sagt, fürchte dich nicht, dein Herz soll nicht erschrecken, dann schenkt er den Trost mit den Worten. Wenn in der Bibel von Gottes Trost die Rede ist, dann nicht, dass wohlmeinende Worte gemacht werden, sondern er schenkt die Antwort. Er spricht die Antwort, die Lösung auf meine Probleme zu. Vertraut Gott und vertraut mir. Glaubt an Gott und das Ungeheuerliche jetzt für jüdische Ohren, glaubt an mich. Die Christen haben als Judenchristen, man muss sich das bewusst machen, von Anfang an nicht nur Jesus als Lehrer gesehen, als Messias, sondern sie haben an ihn geglaubt, sie haben zu ihm gebetet. Und was Jesus jetzt sagt, ist, er macht deutlich, warum es notwendig ist, dass er geht, warum der Verlust unumgänglich ist. Ich gehe hin zu meinem Vater. Das ist mein Weg, zum Vater zu gehen, um euch die himmlischen Wohnungen zu bereiten. Also, es ist nicht die Situation, dass jemand stirbt und verlässt die sein, sondern Jesus sagt, ich gehe nur voraus. Ja, das ist mal ein Unterschied, ob meine Frau nicht mehr da wäre oder ob sie nur mit dem Auto vorfährt, um etwas schon vorzubereiten. Also in beiden Fällen winke ich hinterher, nicht? Aber das ist ja wohl ein verschiedenes Winken, nicht? Das eine ist ja in Vorfreude, weil ich weiß, sie oder er geht voraus. Und Jesus sagt, ich gehe hin zu meinem Vater, um eure Zukunft zu eröffnen. Also der Verlust meiner irdischen Gegenwart ist zwar Verlust für die Unmittelbarkeit, ich bin nicht mehr bei euch, aber in Wahrheit ist es kein Verlust, es ist ein Gewinn, denn ich eröffne damit die Zukunft. Ja, in Johannes 14, 28 wird er das aufnehmen und es so auf die Spitze treiben. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich hingehe und euch verlasse. Denn ich gehe zum Vater
und der Vater ist größer als ich. Und meine Möglichkeiten, dort für euch die Wohnungen zu bereiten, sind noch viel größer als hier in meinem irdischen Leib. Logisch. Aber sag dir das mal selber, wenn du einen Menschen loslässt. Nicht? Sag dir das mal, wenn es dir wehtut. Ich meine jetzt nicht im Fall des Verlustes des Sterbens, sondern wenn ich einen Menschen loslasse, nicht? Also ich darf ja immer wieder mal Trauungen halten, da sitze ich immer in der ersten Reihe. Das ist die schönste Position als Pfarrer, weil ich ja der Einzige bin, der das Brautpaar wahrnimmt, nicht? Wie die miteinander nesteln und sich freuen. Aber dann guckt man nicht auf das Brautpaar, sondern auf die Eltern. Nicht? Die härtesten Männer ringen da mit den Tränen, nicht? Und sie verbrauchen das ganze lange Kleid ihrer Frau, um sich die Tränen abzuwischen, nicht? Deshalb tragen Frauen auch so weite lange Kleider als Mütter bei der Hochzeit, damit der Mann genug Taschentuch hat, nicht? Um alle Tränen abzuwischen, nicht? Es fällt so schwer loszulassen, nicht? Ausgerechnet noch die Tochter für einen Vater, nicht? Das ist eine harte Sache. Obwohl er doch mit Johannes 14,28 sagen will, wenn ich sie liebe, dann muss ich ihr Glück doch gönnen. Und ich habe ja nicht meine Tochter verloren, ich habe ja einen Schwiegersohn gewonnen, wie man dann immer wieder tröstend sagt, aber das glaubt man dann nicht, wenn man selber dran ist, nicht? Dass es ja in Wahrheit ein Gewinn ist. Also das Erste, was Jesus deutlich macht, ihr verliert keine Zukunft, ihr gewinnt Zukunft. Das gilt übrigens für jeden Verlust eines Christen. Was ich um Christi willen loslasse, werde ich hundertfältig wiederbekommen. Was ich um Christi willen loslasse, werde ich hundertfältig wiederbekommen. Wenn ich aus Glauben, aus Liebe loslasse, verliere ich nicht, dann gewinne ich. Und das gibt's auch nur in der Liebe, dass ich mit anderen teile und anschließend reicher bin. Nicht? Das kann der Hass und der Egoismus sich gar nicht vorstellen. Nicht? Ich teile mit anderen das Glück und bin anschließend glücklicher. Oder wenn ich traurig bin, dann teile ich mit anderen das Glück, das das Evangelium sagt, und werde plötzlich selber wieder froh. Loslassen, um zu ergreifen. Also, nicht um zu verlieren, lasst ihr los, sondern um Neues zu gewinnen. Aber wie kann ich loslassen, bevor ich ergreife? Und wie kann ich hoffen, bevor ich sehe? Das kann ich nur im Vertrauen. Dann muss ich vertrauen, wenn Christus mir sagt, lass los, weil ich dir etwas Größeres geben will. Das ist das Vertrauen. Und wie kann ich Vertrauen lernen? Nur in der Liebe. Ich muss Christi Liebe kennenlernen, wie der geliebte Jünger. Und wenn ich so an der Brust Jesu liege und seinen Herzschlag für mich schlagen höre, dann kann ich auch loslassen. In einer Verfolgungssituation, aber auch im Alltag unseres Christseins. Loslassen, um ihn zu ergreifen und das, was er mir gibt. Und das, was hier beschrieben wird, ist das, was wir klassisch die Erwartung der Zukunft, die Zukunftserwartung nennen. Auch das Johannesevangelium hat die zukünftigen Aussagen dessen, was wir von der Zukunft her erwarten. Wir nennen diese Lehre von der Wiederkunft Christi, dem ewigen Leben, der Auferstehung, dem kommenden Reich Gottes, Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und der Begriff, ihr werdet es gleich merken, kommt von Johannes her. Also die Erwartung des Zukünftigen. So geht es schon Johannes 3, Vers 5 um die Frage, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Wie kann ich das Reich Gottes sehen? Da meinen beide Nikodemus und Jesus das kommende Reich Gottes. Dann vor allem in der Brotrede in Johannes 6, 39, 44, 54. Ich will nichts mehr verlieren von all dem, was der Vater mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Und diese Formulierung kommt immer wieder, das Grundverständnis, die Grundhoffnung der ersten Christen. Am jüngsten Tage, am letzten Tage wird Christus kommen und uns auferwecken. Das ist die Grunddefinition unserer christlichen Hoffnung. Wir werden nicht tot sein, wir werden sterben, aber wir werden bei Christus sein. Er wird uns auferwecken. Und die Frage, was meint eigentlich der jüngste Tag, der letzte Tag? Nun, es ist eine Formulierung, die bei Johannes vorkommt im Neuen Testament. Sie bedeutet der letzte Tag dieser Geschichte. Nicht? Dann hört die Geschichte auf, nämlich Christus kommt wieder und wir werden ihm entgegengerückt, 1. Thessalonicher 4, als Christen. Und wir werden als Christen von ihm auferweckt werden und gemeinsam bei ihm sein.
Und die Offenbarung gibt dann weitere Bestimmungen noch, was danach geschieht. Aber hier geht es zunächst um die Christen, um die Gläubigen und ihre Begegnung mit Christus. Das ist die Zukunft. Wir leben auf Christus zu. Christus kommt, um uns zu sich zu holen in seine himmlischen Wohnungen. Und so hat das in Johannes 14, Vers 3 auch beschrieben. Und interessanterweise vorher hatte Martha ja dieses Bekenntnis in Johannes 11 formuliert. Ich weiß, dass mein Bruder Lazarus auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist unsere Hoffnung. Nicht, wenn wir sagen, was ist unsere Hoffnung als Christen für uns selbst? Wir werden zwar sterben, aber wir werden nicht mehr tot sein, denn so hat es Christus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der mag noch sterben, nicht? Aber er kann nicht mehr tot sein, sondern wer an mich glaubt und so lebt, nicht? Der wird in Ewigkeit niemals mehr zum Tode sterben. Wir werden mit ihm leben. Die himmlischen Wohnungen sind ein Bild, das es gibt schon im Alten Testament, aber vor allen Dingen im Neuen Testament. Wir haben es neben Johannes 14 dann auch in 2. Korinther 5 und wir haben es selbstverständlich in Offenbarung 21. Warum himmlische Wohnungen? Nun, daneben gibt es die himmlischen Kleider und das ist jeweils Ausdruck für die Identität. Unser Leib ist unsere erste Identität. Unsere Kleider sind die zweite. Es macht einen Unterschied, was wir tragen, von dem her, wie wir auftreten, in welchen Kontexten wir auftreten und wie wir uns fühlen. Und das dritte ist die Wohnung. Nicht, wenn ihr Albträume habt und jemand ist euch zu nahe gekommen, dann mögt ihr träumen, dass jemand eure Wohnung durcheinander gebracht hat oder umgekehrt. Während ihr hier so selig euer Fest feiert in der seligen Gegenwart, bricht einer bei euch zu Hause ein. Wenn ihr nach Hause kommt, ihr seid entsetzt. Man kann sagen, zahlt die Versicherung. Nein, die Wohnung steht ja für unsere Identität. Da bin ich zu Hause. Wir bekommen eine neue Identität, einen neuen Leib. Wir bekommen neue Kleider. Wir bekommen eine himmlische Wohnung. Das ist unsere Perspektive. Eigentlich, wenn die Jünger Christus selbstlos lieben würden, weil sie seine selbstlose Liebe verstanden haben, dann müssten sie sagen, Herr, wenn das der Zusammenhang ist, dann lassen wir dich gerne zum Vater gehen. Warum sollst du weiter leiden? Warum sollst du weiter mit uns frieren, Hunger haben und Durst haben? Du hast deinen Weg vollendet. Aus Liebe wirst du für uns sterben. Danke, dass du das tust. Und es wird Zeit, lass dich schnell am dritten Tag wieder auferwecken, wie der Vater es dir versprochen hat. Und dann bist du bei deinem himmlischen Vater. Wir gönnen dir dein Glück. So spricht die Liebe. Aber so spricht nicht der verängstigte Geist. Der klammert und hält fest. Und deshalb heißt es im Johannesevangelium, diese Zukunftshoffnung müsste eigentlich genügen, damit wir fröhlich leben. Die ersten Christen in der ersten Liebe haben es noch getan. Aber das hat abgenommen. Als ich zum Glauben kam, war ich überwältigt als 15-Jähriger von dem Gedanken, erstens, es gibt ein ewiges Leben und zweitens kriege ich es von Christus geschenkt. Ja, ich wäre doch blöd. Ich würde es nicht annehmen. Ich nehme doch viel kleinere Geschenke an. Und als junger Christ war ich überwältigt. Alle Sünden werden mir vergeben. Ich kriege das ewige Leben geschenkt. Er sagt mir seine Gegenwart zu und Begleitung für den Rest meines Lebens. Ja, was brauchst du mehr mit 15? Nicht? Da kannst du doch das Leben gestalten. Und so ging es ja dann auch los. Aber im Lauf der Jahre wird die Hoffnung plötzlich dimm. Nicht? Sie wird unscharf. Sie ist nicht mehr so bestimmend. Als junger Christ wachte ich morgens auf und dachte, hurra, ich bin Christ. Nicht? Und sprang aus dem Bett und das war schon Motivation genug. Aber das hält sich ja nicht über Jahrzehnte, wenn man es nicht auffrischt und hat Gemeinschaft mit Geschwistern und immer wieder sich neu mit dem Evangelium beschäftigt. Die erste Gemeinde hatte eine futurische Eschatologie, das hat aber nichts mehr an ihrem Alltag bewegt. Und während sie noch ganz irritiert waren, was er jetzt da sagt von den himmlischen Wohnungen, spricht Jesus weiter. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Bei den Abschiedsreden heißt es immer, ich gehe jetzt den Weg der Welt. Und ich möchte zum Abschied euch deutlich machen, wie euer Weg weitergeht. Und Jesus sagt, wisst ihr, welchen Weg ich gehe?
Ja, die Alten haben gesagt, den Weg der Welt. Nein, Jesus geht nicht den Weg dieser Welt. Er ist der Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist, wurde Mensch und er hat seine Sendung vollendet. Er hat Gottes Willen getan und nun geht er zum Vater zurück. Die Jünger könnten es wissen, aber sie haben es nicht verstanden. Sie waren so mit sich selbst beschäftigt. Und so wussten sie weder, wo ihr Herr hingeht, noch, wenn sie das schon nicht wissen, wie ihr Weg weitergeht. Wenn sie nicht wissen, ob er jetzt stirbt und weg ist, wie sollen sie wissen, was sie weiterhin tun? Petrus, Johannes 21, ja, dann gehen wir mal zurück zum See Genezareth. Ich werde fischen gehen. Das heißt, ich knüpfe wieder da an, wo ich war, bevor ich Jesus kannte. Nicht, wir gehen in der Trauer zurück bis zu dem Punkt, wo wir festen Boden unter den Füßen hatten. Und dann sagt er, als ich in meinem Kutter gestanden habe, der wackelte, hatte ich noch festen Boden unter den Füßen. Fischer konnte ich aus eigener Kraft sein. Nicht, da wollte er wieder anknüpfen, was er ohne Christus konnte. Da wollte er wieder hin zurück. Er hatte keine Ahnung, wer Jesus wirklich war vor der Auferstehung. Sie haben es erst im Nachhinein voll verstanden. Aber wer nicht weiß, was der Weg Jesu war und ist, der kann auch nicht wissen als Jüngerin und Jünger, was sein zukünftiger Weg ist. Und so sagt er, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da fragt man sich, wer ist nach dem Johannesevangelium, ja nach allen Evangelien, Jesus Christus. Und wir müssen ein Missverständnis in uns klären. Wir denken von Jesus und wir denken von Gott immer in Entsprechungen zu Menschen, in Analogien zu Menschen. Wir stellen uns Gott vor wie einen Vater. Also wie unseren Vater, dann vielleicht mal 100 oder mal 1000. Wir denken Gott als Person in Analogien zu Menschen. Das ist aber nicht Gott, das ist unser Gottesbild. Und wir denken an Jesus Christus, der ja Mensch geworden war, in Analogien zu Menschen. Also Jesus war so vollmächtig wie der eine Prediger und so heilsam wie ein anderer Arzt, den ich kenne. Und er war ein so guter Seelsorger wie ein Dritter, den ich kenne. Und dann nehme ich alles zusammen und sage, wahrscheinlich war das Ganze mal 100. Und dann nehme ich alle Menschen, die ich kenne, die eindrücklich sind und verschiebe sie in eine Person und sage das Ganze mal 100. Nein, so kommen wir nicht in den Himmel. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es mal so schön, in Anknüpfung an die Himmelsleiter des Jakob, dass nämlich die Engel Gottes hinauf und herabsteigen über Jesus Christus zum Himmel in unmittelbarer Verbindung. Die Himmelsleiter, die bei Jakob im Blick war. Wir verstehen Glauben und Religion immer als das Bauen unserer Leiter in den Himmel. Wir bemühen uns, zu Gott zu kommen, Gott zu verstehen und Gott zu sehen. Du kommst nirgends wohin, wenn du von Menschen aus denkst. Kein Mensch kann von sich aus Gott denken und verstehen. Und so albern es wäre, ich würde, um der Sonne näher zu sein, so einen Tisch nehmen und stelle noch einen Stuhl drauf und dann nehme ich noch so einen wackeligen Ständer oben drauf und dann versuche ich oben hinzukommen, wenn ich nicht bis oben schon gestürzt bin und dann strecke ich mich noch aus mit meiner Länge und mit dem Zeigefinger komme ich noch was höher und sage ganz stolz zu euch, ich bin jetzt viel näher an der Sonne als ihr. Von der Sonne aus gesehen ist das albern. Und die Sonne hält sich schon das Gesicht zu, weil sie sagt, gleich stürzt er ab in seine Eitelkeit, dann liegt er tiefer als die Gemeinde. Nicht? Es ist albern, vom Boden aus die Sonne berühren zu wollen. Es ist noch alberner, als Mensch zu denken, wir könnten zu Gott kommen oder ihn denken. Gott ist in Person das Leben. Wir sind nur Lebende. Gott ist in Person die Liebe. Wir sind nur Liebende, wenn wir denn lieben. Gott ist das Licht selbst, aus dem alles Leben herkommt. Gott ist Herrlichkeit, wir sind Vergänglichkeit. Das heißt, wenn wir von Gott reden und von seinem Sohn Jesus Christus, reden wir von etwas, was wir als Menschen weder gesehen haben, noch uns vorstellen können. So unglaublich viel größer ist er. Und deshalb zeigt uns Jesus nicht nur den Weg, sondern er ist der Weg. Er gibt uns nicht 613 Gebote, wie Mose im Namen Gottes Israel gegeben hat, Gebote und Verbote, sondern
Er ist selbst der Weg zu Gott hin. Er ist in Person das Leben. Was wärst du heute Morgen gewesen beim Aufstehen ohne das Leben? Nichts, da wärst du tot. Wenn du heute gesagt hättest, also heute lebe ich mal selbst, ich verzichte mal auf den Schöpfer, mal gucken, was ich selber kann, dann würdest du tot umfallen. Hätten wir beim Frühstück ein paar Scheiben Brot mehr übrig gehabt, aber für dich wäre keine Hoffnung. Was wärst du außer der Liebe? Wenn du sagst, also ich erfinde die Liebe selbst, ich verzichte mal auf die Liebe, jetzt liebe ich einfach selbst. Es geht gar nicht, es ist ja absurd. Das heißt, wir haben Teil am Leben. Wir leben vom Licht. Wir leben vom Leben. Jesus Christus selbst ist in Person das Leben. Er ist der Weg. Wer ihn als Weg hat, ist schon am Ziel. Denn dieser Weg führt unmittelbar zu Gott. Und wenn es dann heißt, und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das ist nicht einfach intolerant, sondern das ist ja logisch. Wer lebt ohne Leben? Wer liebt ohne Lieben? Das geht gar nicht. Wenn durch Christus wir geschaffen sind, dann gibt es kein ewiges Leben außerhalb von ihm. Wir können noch vegetieren als Menschen und die Schöpfung existiert ja noch auf ihr Sterben zu. Aber erfüllt Leben bedeutet, in ihm zu sein. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Gott selbst ist unsichtbar. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen ohne Christus. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat ihn uns verkündigt. Wenn ihr mich erkannt habt, 14,7, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Ich sage euch was, als Lehrer erlebt man solche Situationen. Da studiert man zusammen mit seinen Studenten Semester um Semester und dann kommt die Examenssituation und dann stellt man eine ganz schlichte Frage und dann kommt eine Antwort, die offenbart, die letzten 10 Semester hätte auch Fußball spielen können. Es gibt manchmal eine Antwort, die 10 Semester in Frage stellt. Wie muss sich Jesus vorgekommen sein? Ich bemühe mich ja, ein guter Lehrer zu sein, aber nicht nur aus falscher Demut. Jesus war die Wahrheit selbst, er war die Liebe selbst, er war die Barmherzigkeit selbst. Es gibt keinen besseren Lehrer als Jesus. Und wer da 3 Jahre im Unterricht sitzt und derart daneben liegt und nichts versteht, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Was war das Geheimnis der Wirksamkeit Jesu? Nun, dass er als Sohn Gottes da war. Ja, das stimmt. Aber ich habe euch eine überraschende Doppelbotschaft. Das Besondere an Jesus Christus war, dass wir an ihm Gottes Wesen erkennen können. Keiner sieht Gott, aber wenn wir Jesus anschauen, wissen wir, Gott liebt uns. Wenn wir seine Worte hören, dann wissen wir, er liebt uns. Also das Wesen Gottes kann ich am Sohn Gottes ablesen. Zugleich aber, und das Wort ward Fleisch, kann ich an Jesus Christus lesen, wie sich Gott die Schöpfung gedacht hat, was er ursprünglich vorhatte, als er ein Ebenbild erschaffen hat, uns als Ebenbild erschaffen hat. Ich kann an Jesus Christus, und zwar nicht, indem ich ihn auf einen Menschen runterdimme, sondern indem ich ihn in seiner hohen Christologie im Johannesevangelium anschaue, erkennen, was Gott eigentlich mit Adam und Eva und mit uns vorhat.
Jesus selbst sagt in Johannes 5, 19 und 30, ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Ja, wie, als Sohn Gottes hat er doch selber Vollmacht? Nein, er redet ja als der Mensch gewordene Sohn Gottes. Nichts sage ich ohne meinen Vater. Ja, aber er als die Weisheit Gottes, als das Wort Gottes, was hat er mir nicht alles zu sagen in Weisheit? Nein, er redet ja als der Mensch gewordene Sohn Gottes. So ist Jesus und unübertroffen beschrieben im Johannesevangelium zugleich eindrücklich als der Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit. Und er ist eindrücklich in der vollkommenen Weise, wie er der Mensch gewordene Sohn Gottes ist. Wir können von dem Gottessohn als Mensch lernen, wie wir Söhne und Töchter Gottes sein können und sollten. Jesus sagt, nichts will ich ohne meinen Vater sein. Ich bin von ihm gesandt. Ich bin sein Ebenbild, ich bin sein Spiegel. Und weil ich nichts von mir aus sein will, sondern immer in ihm bleiben will und er in mir, das ist die schönste Aussage von Liebe als Beziehung, das Ineinandersein, aufeinander bezogen sein, in Wechselseitigkeit, in Reziprozität, ich im Vater und der Vater in mir. Könnt ihr mich anschauen, weil ich irdisch bin, und ihr seht den ewigen Gott, der nicht sichtbar ist. Und so war Jesus Christus das vollkommene Ebenbild seines himmlischen Vaters. Denn das Ebenbild ist schon im Alten Testament in der Weisheitsliteratur der Spiegel des Originals. Jesus wollte nichts als seinen Vater widerspiegeln. Ihm ging es nicht um Eigeninteressen. Er brauchte kein eigenes Profil gegen seines Vaters, sondern er wollte nur Sohn seines Vaters sein. Und es heißt dort in der Weisheitsliteratur, das Ebenbild ist wie der Spiegel, das Ebenbild ist wie der Strahl aus einer Quelle. Wie ich euch ansehe und euch anrieche, habt ihr euch heute Morgen alle gewaschen. Nicht? Als ihr den Hahn aufgetreten habt, war das Urbild, der Ursprung, der Wasserhahn. Und der Strahl, der rauskam, war das Ebenbild. Wir haben hier überall Lampen, die sind Ebenbild des Stromes. Wir können den Strom selbst nicht sehen. Er wird für uns sichtbar gemacht im Ebenbild. Denn Eikon, Ebenbild, ist die sichtbare Verkörperung einer unsichtbaren Kraft, einer unsichtbaren Gottheit oder Macht. Das Personengeheimnis Jesu Christi war also, dass er nichts ohne seinen Vater sein wollte. Er wollte die vollkommene Verkörperung sein seines himmlischen Vaters. Und deshalb, in all seiner Demut, hat er den Vater verherrlicht, zur Geltung gebracht in seiner Herrlichkeit und er hat das Wesen seines Vaters dargestellt. Wir versuchen immer, Abbild und Kopie zu sein. Wir versuchen, wenn schon nicht Gott, dann doch wenigstens Jesus Christus aus bestem Wissen und Gewissen und aus ganzer Kraft nachzumachen, ihm nachzuleben. Und im Kauf von Birkenstock-Sandalen kommen wir wenigstens mit dem Schuhwerk noch an das Originalrecht dran, nicht? Also Sandalen können wir schon mal tragen, nicht? Dann haben wir schon mal den Galiläer abgebildet, aber dann hört's schon auf. Weil Menschsein nach Gottes Willen nicht so sein ist wie Gott, aber ohne Gott, sondern Menschsein nach Gottes Plan ist, nicht sein zu wollen ohne Gott. Das Faszinierende ist, dass Jesus Christus verherrlicht wurde und sich voll entfaltet hat als Sohn Gottes, indem er nur auf den Vater bezogen lebte. Wie viel Energie haben wir schon vergeudet, dass wir versuchten, für Gott zu leben? Anstatt ihn in mir leben zu lassen und selbst in ihm zu sein und zu bleiben und damit ihn zu beanspruchen. Wenn er das Leben ist, muss ich ihn nicht kopieren. Dann sollte ich einfach nur ihn durch mich leben lassen. Wenn er das Licht ist, dann muss ich nicht versuchen, eine große Leuchte zu sein, das führt sowieso nirgendwo hin, sondern ich sollte ihn als Licht mich bescheinen lassen.
Und so hat Jesus als die vollkommene Verkörperung dessen, was Gott gemacht hat, als er Adam und Eva schuf, er hat das Original des Geschöpfes gelebt. Als erster, denn Adam und Eva und wir alle haben versagt. Er hat sich immer von seinem Vater lieben lassen. Und du konntest Jesus anschauen und du wusstest, wie Gott schaut. Du konntest in seine liebevollen, barmherzigen Augen schauen und du wusstest, was Gott fühlt. Du konntest seinen grimmigen Blick anschauen, denn auch Jesus war grimmig. Er war ja nicht immer nur vertätschelnd. Und dann wusstest du, mit dem ist Gott nicht einverstanden. Das ist ein Ebenbild. Jemand, der nichts sein will, unabhängig vom Original. So wie der Mond die Sonne reflektiert, so hat Jesus immer auf seinen Vater bezogen gelebt. Und für uns, die wir in der Nacht die Sonne nicht sehen, sehen wir doch das Sonnenlicht angesichts des Mondes. So haben wir angesichts Jesu Christi den unsichtbaren Gott sehen können. Er hat Gott auf der Welt verkörpert. Er war die Verkörperung des ewigen Gottes unter menschlichen Bedingungen. Das war sein vollkommener Weg. Und diesen Weg hat er vollendet, nun kurz vor dem Kreuz. Und das ist der Weg, den er seinen Jüngern weisen wollte. Und sie hatten von nichts eine Ahnung. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Eure Zukunft ist gewiss. Freut euch. Ich gehe hin als der, der euch nicht nur den Weg gewiesen hat. Ich bin ihn für euch gegangen, bis zur Vollendung. Und jetzt frage ich den Mose, jetzt frage ich den Samuel, jetzt frage ich den David, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und Jesus sagt nicht, hier habe ich dir die Bergpredigt, hier habe ich dir 11 Gebote oder 12, leicht ergänzt, revidierte Fassung von Mose, mit dem Doppelgebot der Liebe nochmal betont ergänzt. Nein, er sagt, ich bin der Weg. Ist das nicht faszinierend? Er weist uns unseren Weg in die Zukunft, indem er auf sich weist. Halte dich an mich. Und du wirst auf die Startbahn geschickt, auf die Rennbahn geschickt, um deinen Lauf selber zu machen und zu vollenden. Und wisst ihr, warum ich gewiss bin, dass ihr am Ziel ankommt? Weil wir bei Kreuz und Auferstehung starten. Wisst ihr, was dein Startschuss war für deinen Weg? Dass Jesus sagt, es ist vollbracht. Er hat das Ziel erreicht und jetzt werden die Startblöcke, ihr kennt das ja, wenn ihr Sprinter seid, bei Kreuz und Auferstehung eingeschlagen. Und dann sagen die Evangelisten und Apostel zu uns, jetzt Hans-Joachim und wie immer du heißt, jetzt Start und Lauf los. Und du sagst ängstlich, auch werde ich das Ziel erreichen. Dann sagt der Evangelist, guck mal da unten, du stehst schon auf dem Ziel. Denn wir bauen auf den Sieg Jesu auf. Er hat uns nicht den Weg gewiesen. Er ist ihn für uns gegangen, bis zum Ziel. Und jetzt weist er uns sich selbst als den Weg, dass er in uns ist und wir in ihm. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir können uns viel weniger anstrengen, Christus zu imitieren und anfangen, uns von ihm lieben zu lassen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Christsein bedeutet nicht Moral, Christsein bedeutet nicht nur gute Vorsätze und gute Taten. Das alles sind nur Folgen, sondern Christsein bedeutet Beziehung. Bleibt in mir und ich in euch, wie ich im Vater und der Vater in mir. Aber das ist ein weiteres Kapitel und das war heute schon genug. Die Abschiedsreden von Jesus. Sie hörten die 2. von insgesamt 7 Bibelarbeiten von Professor Hans-Joachim Eckstein über diese Abschiedsreden, die im Johannesevangelium ab Kapitel 13 zu finden sind. Die Bibelarbeit wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe. Heute in einer Woche folgt auf IRF Plus die 3. Bibelarbeit von Professor Eckstein. Sie handelt davon, wie Jesus den Heiligen Geist ankündigt, der den Christen beistehen und sie trösten soll.
Wir laden Sie herzlich ein, auch bei dieser dritten Folge über die Abschiedsreden Jesu dabei zu sein. Das war ERF Plus Wortgut. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.